Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die What's Ghost Box von The Orsons. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. What's Ghost von The Orsons, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine türkise bzw. mintgrüne Box. Hier lesen wir in roten großen Buchstaben die Orsons und darunter haben wir auf so einem Podest, auf so einem Würfel stehend eine Feuerwehr, also so ein kleiner Feuerwehrwagen mit Drehleiter und dieser Feuerwehrwagen wurde scheinbar ziemlich stark abgefackelt. Ja, interessantes Cover, ist natürlich ziemlich bitter, wenn die Feuerwehr, die eigentlich Brände löschen sollte, wenn die selber Opfer eines Brandes wurde und in dem Fall jetzt wohl eher nicht mehr ausrücken kann. Hier unten lesen wir die Orsons Glücksbox, so nennt sich das Ganze. Auf der rechten Seite lesen wir What's Ghost. Oben wieder die Orsons Glücksbox, links nochmals der Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir wieder Türkis, also dieses Mintfarben. Und was steht hier? Also, ge, ciao, danke, ciao, ge. Also eine Mundart, Schlussformel, Verabschiedung, wie auch immer. Sehr interessant. Und darunter Credits und Barcode. Gut, wir haben hier eine reguläre Clubbox. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zu einem Shirt. Dann einer 3D-Brille. Einem Büchlein, einem Fotobuch. Und natürlich dem Album. Von innen sieht das Ganze so aus, glatt weiß. Und wir haben hier noch einen entsprechenden Einsatz, wo das Digipack hier gehalten wurde, dass es da nicht so rumfliegt. Box machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier die 3D-Brille und dieses Büchlein noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal rausholen. So, einmal die 3D-Brille und dann haben wir noch das Buch hier. So, dann packen wir das mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Wir haben hier auch wieder die Feuerwehr, allerdings ist hier der Wagen noch am Brennen. Also das dürfte sich vor dem Boxcover ereignet haben. Wir erinnern uns, hier ist das Ganze ja schon geschehen und abgefackelt und hier ist der Brand noch am Lodern. Hier kommt auch schon eine helfende Hand mit einem Schlauch, um das Ganze voraussichtlich zu löschen. Türkis lesen wir hier in den Rauchschwaden, die Orsons. Das Ganze ist ein Digipack. What's Ghost lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir hier noch 5 Bonus-Tracks obendrauf. Ja, und unsere Annahme war richtig. Der Feuerwehrwagen, der wird hier mit Löschschaum gelöscht. Und somit die Flammen erstickt. Hier unten haben wir dann auch nochmal die Credits zum Album. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier in den beiden Hälften einmal die Fotos der Mitglieder, wobei hier das Foto von Plan B, also von Bartek, von dieser Dame hier abgenommen wurde. Die scheint hier wirklich nichts zu tragen, außer ihre Perücke. Die anderen Herren hängen noch an der Wand. Und auf der rechten Seite haben wir dann alle 4, wie sie leiben und leben. Jawohl. Also Kars, Bartek, Tua und Mekes, die hier an einer Zuckerwattemaschine sich bedienen. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet, das sich hier in diesem kleinen Täschchen befindet. Okay, also wir haben hier einmal, das sieht aus. Okay, also das gefällt mir von den Ideen her. Wir hatten jetzt gerade die Feuerwehr, die selbst gelöscht werden musste und am Abfackeln war. Und jetzt haben wir hier
so eine Butterdose. Allerdings haben wir in dieser Butterdose einen Metallziegel und das Messer ist aus Butter. Also rein vom Konzept her, von dieser ganzen Idee her, gefällt mir das schon mal richtig gut. Das Ganze beinhaltet dann hier die einzelnen Tracks komplett abgedruckt, also Wort für Wort die gesamten Songtexte. Sehr schön. Bin generell immer ein Fan davon, wenn man die Songtexte hier drin hat. Allerdings hier unüblich, dass es so im Hochformat abgedruckt wurde. Ihr seht, jede Menge Text hier zum Mitlesen, zum Nachlesen. Ohne Ende Text, also echt krass. So, was haben wir hier zum Abschluss? Intro als Outro, okay. Jetzt würde mich nur interessieren, ob wir hier noch irgendwelche Fotos oder eine Danksagung vorher finden, also Intro als Outro. Dann die Infos zu den... Ah nein, doch nicht. Das ist eine Danksagung. Also man hat hier durchbuchstabiert von A bis Z zu jedem Buchstaben, was denen so eingefallen ist. Okay. Zum Abschluss nochmal ein riesen Foto, wo viele, viele Leute drauf sind, neben den Orsons. Also es sieht so aus, als wären die vielleicht... Also ich gehe mal davon aus, dass sie am Albumprozess beteiligt waren. Ja, also auch eine Form der Danksagung, wenn man einfach die Beteiligten hier mit reinpackt. Und ist die Frage, ob man das sehen kann, aber wir haben hier diese Ananas auch innen nochmal hier mit eingebaut, links und rechts. Also Detailarbeit ist auf jeden Fall vorhanden. Wir kommen zu der Album-CD, dieser in Rot und diesem Türkis mit Grün gehalten. So sieht das aus. Dahinter kommt wieder diese Dame zum Vorschein, die ja vorhin noch unbekleidet war. Also das ist die Album-CD mit 17 Tracks. Dann haben wir hier in der Mitte What Goes Ohne Rap. Ja, also das sind dann die Instrumentals. Die befinden sich hier drauf. Was haben wir hier? Ein Laufband mit einer durchgerissenen Ziel. Wie nennt man das? Ja, so eine Zielabsperrung, Zielmarkierung, die hier durchbrochen wurde. Und als letzte CD haben wir dann noch What Goes Des Weiteren. Also diese Bonustracks, diese 5 Stück. Und hier dann einen Schuh, der offensichtlich in Kaugummi getreten ist. Alles klar. Also, gut gefüllt, dieses Digipack hier. Album Instrumentals plus Bonus-EP bzw. Bonus-Tracks, 5 Stück. Dann haben wir eine 3D-Brille, die in Pappe, also in so einem Karton, in Papier gehalten. So sieht das aus. Innen so ein Zebramuster. Okay. Wahrscheinlich für das Artwork oder vielleicht dann für irgendwelche Fotos dann noch, beziehungsweise für das Booklet. Dann haben wir als nächsten Boxinhalt ein Shirt. Und zwar haben wir hier die Hand. Das Ganze ist in so einer Bleistiftoptik, also sieht so aus wie eine Skizze, zu einer Pistole geformt. Und darunter lesen wir Hooligans of Love. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einen Aufdruck, einen Neckprint. Die Orsons lesen wir hier ganz klassisch. In schwarz und weiß das Ganze. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gillen Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Fotobuch, das recht umfangreich sein dürfte. Also wir sehen hier echt, das ist ziemlich, ziemlich dick. Auch hier lesen wir wieder Hooligans of Love. Dann haben wir hier die 4 Übeltäter, die 4 Hooligans, abgebildet in schwarz und weiß zwischen Palmen. Auch hier auf der Seite lesen wir das. Und was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Shirt, das hier wild bedruckt wurde. Das Chaos und die Ordnung. Also ich gehe mal stark davon aus, das ist ein Shirt, das es zu erwerben gab der letzten Tour. Also das Chaos und die Ordnung war ja ein Album von den Orsons. Und so dürfte dann wohl das Tour-Shirt ausgeschaut haben. Hier auf dem Rücken haben wir die ganzen Tour-Dates vermerkt. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Ein Buch mit Bildern und Liebe. Ja. Also was lesen wir hier? Ein Sprung ins kalte Wasser. Durchatmen, den ganzen Ballast an Land lassen,
Zuhause ist kein Ort mehr, sondern ein Zustand. Und das Ringelschwänzchen hier, ein Orsons-Ringelschwänzchen bei diesem Schweinchen, dokumentiert durch Nico Wörle. Also dann haben wir hier jede Menge Fotos, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Und dann gibt es dann auch hier noch diverse Anmerkungen. Okay. Ja, hier gibt es dann jede Menge private Eindrücke, Tourfotos und auch jede Menge Text. Sehr schön. Ja, gefällt mir gut. Hat etwas sehr Persönliches noch, so einen sehr persönlichen Einblick, den man hier von den Orsons bekommt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotobuch, das Orsons Hooligans of Love Buch. Dann das T-Shirt in der Größe L, auch hier mit Hooligans of Love Aufdruck. Die 3D-Brille in Rot gehalten, sowie natürlich dieses Digipack hier mit Album, Instrumentals und Bonustracks. 17 Tracks auf dem Album, 5 auf der Bonus-CD, also insgesamt 22 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box, die Orsons mit What's Goes. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Orsons unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.